Hey Leute, Martin hier. Willkommen zu meinem nächsten Projekt. Es wurde ja von mir schon angekündigt in einem Ankündigungsvideo. Es ist Lemmings. Und bevor wir mit Lemmings beginnen, möchte ich natürlich ein bisschen über das Spiel erzählen, was wir spielen werden. Eigentlich dürften alle Lemmings kennen. Lemmings kam 1991 auf den Markt, veröffentlicht von Psygnosis, entwickelt von DMA Design. Heute besser bekannt unter dem Namen Rockstar North. Ich denke, von denen solltet ihr gehört haben, nicht wahr? Lemmings ist eigentlich für so ziemlich jede Konsole veröffentlicht worden. Also, wenn es eine Konsole gibt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es auch irgendwo ein Lemmings-Spiel dafür gibt. Ich glaube, aber ich meine gehört zu haben, dass es für den DS keine Version gibt, was natürlich komisch ist, weil denn gerade für den DS ist dieses Spielsystem, diese Steuerung und wie man das Spiel spielt, eigentlich perfekt geeignet. Insofern überrascht es ein bisschen, dass das nicht für den DS umgesetzt wurde. Aber zum Beispiel für die PS3, meine ich, habe ich schon eine Version gesehen im PlayStation Network. Also wirklich, ansonsten gibt es wirklich für alles ein Lemmings-Spiel. Es gibt auch Fortsetzungen natürlich, aber hiermit hat alles angefangen. Hiermit hat auch die Videospielkarriere von mir angefangen. Es war neben Prince of Persia für DOS eins der ersten Spiele, das ich gespielt habe. Das zweite Spiel, um genau zu sein. Prince of Persia habe ich als allererstes gespielt und direkt danach dann Lemmings zusammen mit meinem Vater vom PC gehangen und die Level ausgeknobelt. Irgendwann habe ich dann alleine weitergeknobelt, weil mein Vater dann nicht mehr weiterkam. Aber ich war ja ein schlaues Bürschchen, nicht wahr? Deswegen habe ich das dann alleine zu Ende geführt. Was kann ich noch sagen, bevor wir ins Spiel einsteigen? Entschuldigt übrigens, dass ihr nur meine Stimme hört und diesen Titelbildschirm seht, aber es gibt keine Titelmelodie oder so von Lemmings. Dieses Spiel verwendet eine Menge Public Domain Songs. Früher war das so üblich, dass man sich Lieder genommen hat, die für die Öffentlichkeit zur Verfügung standen und die verwendet haben. Ich kann einige davon benennen, aber nicht alle. Ich werde aber zwischendurch mal nachgucken und vielleicht kann ich euch den ein oder anderen Titel des Liedes sagen. Ein paar davon sollten eigentlich auch bekannt vorkommen. Okay, dann habe ich jetzt, glaube ich, genug gelabert und wir steigen direkt ins Spiel ein. Es gibt, ihr seht es, 4 Schwierigkeitsstufen. Fun, Tricky, Taxing und Mayhem. Wir fangen natürlich bei Fun an und da die Levels, also manche Levels sind ziemlich lang, manche Levels sind ziemlich kurz. Ich halte die Videos so zwischen 15 und 20 Minuten. Wenn ich also ein Level beende und es sind 15 Minuten vorüber und ich sage, es lohnt sich nicht mehr noch ein Level anzufangen, dann beende ich den Part. Manchmal vielleicht auch sogar vor 15 Minuten, ich weiß es nicht so genau. Werden wir mal schauen, wie es im Endeffekt weitergehen wird, wie die Länge der Videos so ausfällt. Okay, dann würde ich sagen, drücken wir jetzt mal F1 und fangen an mit Lemmings. Okay, da sind wir also bei Lemmings und ich habe erstmal das Spiel pausiert, denn bevor wir das erste Level in Angriff nehmen, ich muss gar nicht pausieren. Ich kann die Lemmings hier ein bisschen laufen lassen, denn sie sind hier in einem schönen Raum, der sie zu beiden Seiten ablockt und es kann nichts passieren. Und wir haben 5 Minuten Zeit. Das Spiel hat Zeitlimits. Das ist ein bisschen so ein kleiner Negativpunkt, weil vielleicht hat es da angefangen, dass sich Zeitlimits angefangen haben zu passen. Aber, was soll man sagen? Ja, also, Lemmings. Was ist Lemmings? Lemmings sind diese kleinen Viecher hier. Sie kommen aus diesen Türen, die in der Luft hängen und müssen nach Hause in dieses Ziel. Und, wir haben verschiedene Aufgaben, die wir den Lemmings zuteilen können, dass sie ins Ziel kommen. Und, die ersten Levels werden natürlich Tutorial-Levels sein, deswegen werde ich jetzt nicht die einzelnen Aufgaben erklären, sondern in den Tutorial-Levels was dazu erzählen.
aber ich werde die allgemeinen Knöpfe mal erklären. Wir haben hier Minus und wir haben hier Plus. Das ist die sogenannte Release Rate der Lemmings. Wir können sie erhöhen mit Plus und wir können sie wieder zurücksetzen mit Minus, aber nicht unter das, was das Level uns vorgibt. 50 ist das Minimum, unter 50 können wir nicht gehen. Und bei 99 strömen sie halt hier raus und man kann das so einstellen, wie man das haben will. Ja, das wird auch manchmal sogar vom Level verlangt, dass man diese Sache anwendet. Dann haben wir hier rechts den Pause-Knopf. Wer des Englischen mächtig ist, wird hier einen lustigen Wortwitz verstehen. Pause. Versteht ihr? Pause. Ne? Pause. Es ist witzig, wenn ihr Englisch könnt. Und hier haben wir den Armageddon-Knopf, den ich jetzt nicht demonstrieren werde. Wir werden ihn höchstwahrscheinlich sehen. Es wird höchstwahrscheinlich irgendwann mal vorkommen, dass ich ihn verwenden muss, wenn ich irgendwo Scheiße baue. Der sorgt dafür, dass die Lemmings anfangen zu explodieren und dann kann man das Level so beenden. Man kann das Level auch einfach mit einem Druck auf Escape beenden, aber das muss nicht unbedingt sein. So, jetzt habe ich genug geredet, wir fangen an. Eine Sache muss ich noch erläutern. Diese Sachen hier unten sind mit den F-Tasten verbunden. Das heißt, F1 ist Minus, F2 ist Plus und dann F3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für die Aufgaben und F11 für Pause und F12 für Armageddon. F11 wird eure wichtigste Taste sein, denn man muss manchmal echt schnell pausieren. Aber ja, jetzt habe ich, finde ich, wirklich genug geredet. Befreien wir die langen, kleinen Biester doch mal langsam. Wir haben 10 Buddler, also warum nicht alle verwenden? Wir sind ja alle draußen und das sieht auch ganz nett aus. Ja, Buddler graben halt direkt nach unten ein Loch, sodass man den Weg frei macht. Und mehr ist da eigentlich auch nicht zu sagen. Sie graben halt nach unten und buddeln sich den Weg frei. Und warum ich denen jetzt allen einen Buddler gegeben habe, manchmal gehen sie dann nach links und müssen dann noch ganz hier rüber und ja, kommen wir zum nächsten Level. Only Floaters can survive this, heißt dieses Level. Und wir werden hier also den Fallschirmspringer oder den Floater. Ich werde meistens die englischen Begriffe benutzen, weil sie echt kurz und knackig sind. Und sie haben sich so eingeprägt. Noch was Wichtiges, was man wissen sollte. Wenn man pausiert hat, kann man die Aufgaben nicht anklicken. Ich klicke hier wie wild, aber die Floaters werden nicht ausgewählt. Wenn ich aber die F-Tasten benutze, kann ich auch im Pause-Menü die Aufgaben hin und her wechseln. Das ist auch sehr gut zu wissen. So, wir müssen jetzt also Floaters verteilen. Und die Sache mit Floaters ist die, sie werden, ja, ihr werdet es jetzt gleich sehen, ihren Fallschirm auspacken und langsam nach unten segeln. Verteilen wir Floaters nicht, dann ist das hier sogenannte Splat-Height, also Zerklatschhöhe, auch wenn man es jetzt mal auf Deutsch übernehmen möchte, also Splatterhöhe. Das bedeutet, wenn die Lemmings keinen Fallschirm haben, dann werden sie auf dem Boden zerschellen und sterben. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen muss man bei sowas immer aufpassen. Das wird noch in späteren Leveln echt knifflig. Okay, wir bekommen jetzt hier den Blocker vorgestellt. Der Blocker sorgt dafür, dass Lemmings an ihm wie an einer Wand umdrehen und in die andere Richtung laufen. Allerdings muss man mit Blockern ja ein bisschen vorsichtig sein, denn Blocker können nicht wieder vom Dienst erlöst werden, außer in ein paar speziellen Fällen. Nämlich wenn man ihnen den Boden unter den Füßen wegnimmt, ansonsten muss man sie in die Luft jagen. Und ja, man sollte denken, dass man hier vielleicht 5 Blocker braucht, aber man braucht tatsächlich nur 3. Und ich glaube, jetzt kann ich das Ganze euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man die Release Rate erhöht auf 99, dann strömen sie da oben raus. Und das war's auch schon. Mehr muss man nicht machen, jetzt kann man zusehen, bis sie in ihr Ziel laufen. Und anschließend müssen wir uns noch um die Blocker kümmern. Blocker sind so mit die wichtigste Aufgabe, die ein Lemming haben kann. Wir werden sehr viele Blocker-Fallen benutzen.
Blockerfallen sind im Grunde nur, dass Lemmings sich hier aufhalten werden zwischen zwei Blockern, während einer vorne die Arbeit macht. Das werden wir besonders oft sehen. Und jetzt ist es an der Zeit, dieses Level zu beenden, indem wir diese drei Blocker von ihrem Dienst erlösen. Wir benutzen Armageddon, wir erhalten einen Counter und explodieren. Boom! Konfetti! Ja, wir kriegen in diesem Level gleich zwei Aufgaben vorgestellt. Einmal der Miner. Und während wir eine Variation von den blauen Bergen kommen, wir hören. Im englischen Original der Titel She'll be climbing around the mountain. Sehen wir, der Miner ist die langsamste Grabaufgabe, die wir haben. Und gräbt halt diagonal. Und ja, wir müssen jetzt hier die Climber verteilen. Climber können an senkrechten Wänden nach oben klettern, wie der Name schon sagt, und erreichen so ihr Ziel. Und somit war's das auch schon mit dem Level. Ja. Nicht mehr viel, was wir noch demonstriert bekommen müssen. Als nächstes kriegen wir 50 Bashers. Mit den Bashers kann man horizontal graben. Und die Bashers sind auch die schnellste Grabemöglichkeit, glaube ich. Und ja, das Lied, was hier im Hintergrund läuft, ist auch wieder so ein Public Domain Song und hört auf den Namen Twang. Manchmal auch bezeichnet als Itsy Bitsy Spider. Aber ich finde, Twang hört sich viel lustiger an. Obwohl Itsy Bitsy auch schon sehr lustig ist. Aber ja, alles, was wir hier machen müssen, ist mit Bashern den Weg ebnen. Diese Gitter hier sind sehr nervig, wie ihr gleich sehen werdet. Denn man kann versuchen, hier am Boden zu graben, und das geht auch, aber manche Lemmings laufen halt durch und rutschen dann hier durch und ja. Das heißt, sie laufen das Gitter so hoch. Aber wir haben ja 50, Basher, also sollte das kein Problem sein. Und jetzt haben wir den Weg freigemacht. Wir erhöhen die Release Rate. Und, sind somit fertig. Ja, was ich noch erklären kann, man kann halt scrollen, indem man die Maus an den Bildschirmrand bewegt. Wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält während des Scrollings, dann scrollt der Bildschirm schneller. Man kann auch hier auf die Minimap klicken, um den Ort zu wechseln. Alles beides wichtige Sachen, die wir beherzigen sollten, wenn wir Lemmings Master werden wollen. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Lemmings Master, das ist das Ziel, was wir haben. Eine Aufgabe für Blocker und Bomber. Das ist ganz cool. Wir müssen halt einen Blocker hier machen. Man muss jetzt nicht einen Blocker machen, den ersten kann man laufen lassen. Aber beim zweiten hier, bei der Stelle, wäre es gut, einen Blocker zu machen. Wir müssen das Level später nochmal machen. Es gibt einige Stellen, an denen Level sich wiederholen, aber die Aufgaben anders verteilt sind. Das heißt, man hat nicht alle Aufgaben zur Verfügung, die man so beim ersten Durchspielen hatte. Es werden hauptsächlich viele Level aus Fun wiederholt werden. Und diese werden dann sehr schwer. Weil man halt nicht die richtigen Aufgaben hat. Und hier, ich will nicht zu viel verraten, aber hier kriegen wir dann irgendwann das gleiche Level nochmal. Nur wir kriegen keine Blocker. Und wir müssen dann hier das aufsprengen mit dem Bomber. Und wir müssen hier das dann gut teilen mit einem laufenden Bomber. Und das wird eine Aufgabe, die nicht besonders leicht wird. Und ja, wir machen noch ein Level, dann haben wir auch wurden uns alle Aufgaben vorgestellt und dann machen wir auch Schluss für heute. Und zwar der Builder. Der Builder
ist auch einer der allerwichtigsten Aufgaben, die man so bekommen kann. Denn der Builder kann Brücken bauen. Sobald man einen Lemming die Aufgabe des Builders zuweist, wird er 12 Stufen bauen. Und zwar genau 12. Und wenn er mit diesen 12 zu Ende ist, dann... gerade so. Macht er bei den letzten dreien ein Klickgeräusch. Also Klick, Klick, Klick. Hey Junge, ich hab nichts mehr zum Bauen. Wir lassen die hier hinten mal bauen, um ein bisschen aufzuhalten. Und ihr habt gerade gesehen, dass da so ein Typ, dass da so eine kleine Lücke war und die Lemmings konnten nicht rüber. Das ist ein Punkt an Lemmings, der, ja, sehr interessant ist. Lemmings können sich durch die kleinsten Ecken quetschen. Man muss sie immer gut verschließen, damit sie ihr Ziel erreichen. Wir werden solche Situationen sehr oft erleben, wo wir ganz kleine Löcher haben, wo sie durchfallen. Aber ja, das waren jetzt erstmal alle Aufgaben, die uns vorgestellt wurden. Beim nächsten Mal kriegen wir dann mehrere Aufgaben, die wir kombinieren müssen und was weiß ich nicht alles. Und richtig schwer wird es im Fun-Rating sowieso nicht, aber nichtsdestotrotz werden wir eine Menge Spaß mit diesem Spiel haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und während wir jetzt sehen, wie die letzten Lemminge ihr Ziel erreichen, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und haut rein.